diese komplett andere Realität, die dann auf einmal dort geherrscht war. Eigentlich hat sich die ganze Stadt auf das Fastnachtswochenende gefreut und auf einmal steht man da und hält eine Mahnwache ab und gedenkt den Toten. Heute vor einem Jahr erschüttert das rassistisch motivierte Attentat von Hanau ganz Deutschland. Ein Mann tötet 9 Menschen mit ausländischen Wurzeln. Danach erschießt er erst seine Mutter und dann sich selbst. Nadine Peter und Frederik Voss haben am Tag nach der Tat live aus Hanau für die VRM berichtet. Mit mir sprechen sie heute darüber, was sie vor Ort in Hanau erlebt haben. Leid, Trauer und absolute Fassungslosigkeit. Du warst als Journalistin an den Tatorten unterwegs und hast mit Angehörigen gesprochen. An welche Szenen erinnerst du dich denn zurück? Ich erinnere mich besonders an zwei Momente, in denen ich mit Menschen gesprochen hatte. Einer war ganz früh morgens an dem ersten Tatort in der Innenstadt, wo noch alles relativ ruhig war. Wir sind da auch hingekommen und mussten erstmal die Lage so ein bisschen einordnen und kennenlernen. Und da sind dann nach und nach Menschen, also Anwohner, auf die Straße gekommen und dann auch geguckt, was die Spurensicherung, was die Polizei dort inzwischen macht. Und da haben wir dann mit einem Barbesitzer gesprochen, der seine Bar in dieser Straße hat, wo das passiert ist. Und er hat dann sehr, sehr eindringlich von diesem Abend, wie er den erlebt hat, erzählt und hat eben berichtet, dass er natürlich auch die Schüsse gehört hat, die dort gefallen sind. Und dass eben auch die Leute, die zu dem Zeitpunkt, zu dem Tatzeitpunkt bei ihm in der Bar waren, auch Unterschlupf gesucht haben. Also die Leute müssen wohl wie im Affekt dann sich wirklich unter den Tischen, hinter der Bar, hinter der Theke Zuflucht gesucht haben. Und das war so ein ganz, ja, ganz bewegender Moment direkt morgens, weil das so für uns, die wir dort als Journalisten waren, so die ersten persönlichen Eindrücke waren. Wir kannten bis dahin nur die Rahmenbedingungen, die Fakten, die zu dem Zeitpunkt bekannt waren. Und dieser Barbesitzer hat eben noch mal so ganz persönlich und ganz emotional von diesem Abend berichtet, wie er das erlebt hat. Und das ging schon wirklich durch alles durch, wie er das geschildert hat. Das war die eine Szene. Und dann gab es noch einen Moment am Nachmittag. Da sind wir dann an den zweiten Tatort gefahren, der ein bisschen außerhalb der Innenstadt war, und haben uns dort unter die Menschen gemischt, die alle in einem Innenhof zusammenstanden und dort ihrer Trauer versucht haben, Ausdruck zu verleihen. Es war eine Stimmung, die kann man auch im Rückblick gar nicht so richtig greifen. Es war auf der einen Seite sehr familiär, sehr herzlich, weil die Leute haben zusammen Tee getrunken, die haben gemeinsam Gebäck gegessen, aber haben eben auch in stiller Trauer den Toten gedacht, die ja teilweise auch wirklich engste Angehörige oder Freunde waren. Und da war ein Moment, der mich wirklich ja, tief bewegt zurückgelassen hat. Wir sind an einem jungen Mann oder auf einen jungen Mann zugegangen, den wir tatsächlich zuerst noch ansprechen wollten, weil wir dachten, der kann vielleicht uns auch so ein bisschen berichten, wie er die Nacht erlebt hat oder jetzt auch den Tag danach. Auf den sind wir zugegangen und wollten ihn eigentlich ansprechen, haben dann aber gesehen, dass er bitterlich weint, dass er wirklich völlig, völlig fertig war und so an der Hauswand gelehnt hat. Und da haben wir wirklich gesehen, dass es ihm ganz, ganz schlecht ging und haben wir natürlich dann auch davon Abstand genommen, ihn anzusprechen. Aber das war so ein Moment, der wirklich auch für uns schlimm war, ne? Weil wir da auch so mitten in die Trauer der Menschen dazugekommen sind und das auch erstmal ja, schnell verarbeiten mussten, um dann halt auch weiterhin professionell unsere Arbeit machen zu können. Das war so die Balance, die uns durch den ganzen Tag begleitet hat, dass wir diese beiden Elemente zusammenbringen mussten. Die Emotionalität, die diesen Tag begleitet hat, aber auch die Professionalität, die wir eben stets bewahren mussten. Was hat dich denn an diesen zwei Szenen persönlich besonders bewegt? Tatsächlich diese Trauer und diese Fassungslosigkeit, die den Menschen ins Gesicht geschrieben war, im wahrsten Sinne des Wortes. Also da war wirklich, man konnte das nicht in Worte fassen, was dort passiert ist. Viele waren wirklich noch total ungläubig, wollten das auch nicht vielleicht glauben, dass das wirklich passiert ist. Und das war so für mich eigentlich das Ergreifendste, diese Fassungslosigkeit, auch diese Hilflosigkeit, die damit einherging. Und die Leute haben ja gefühlt wirklich nach Halt gesucht. Und deswegen sind die zum Beispiel auch am zweiten Tatort in einer größeren Gruppe zusammengekommen, um eben gemeinsam trauern zu können und niemanden alleine zu lassen. Aber nichtsdestotrotz musste natürlich jeder für sich dieses teilweise Erlebte oder Gehörte einfach verarbeiten. Ja. Wie hast du denn insgesamt die Stimmung in der Stadt wahrgenommen? Die Stimmung in der Stadt war sehr, sehr unterschiedlich. Das hing sehr davon ab, mit welchen Menschen man gesprochen hat und an welchen Ecken man unterwegs war. Da waren Menschen, die haben ganz abgezockt gesagt, war ja klar, dass das auch mal hier bei uns passieren musste, nur eine Frage der Zeit. Also die so ja, den Alltag in der Welt so ein bisschen kritisch beobachtet und hinterfragt haben, vielleicht auch den einen oder anderen kruden Gedanken haben und dann sehr abgezockt meinen, so ein Attentat, das
musste auch irgendwann mal in Hanau passieren. Menschen, die das gar nicht fassen konnten, waren da. Menschen, die das nur so nebenbei beobachtet haben, die das gar nicht besonders mitgenommen hat. Menschen, die das nicht glauben wollten. Menschen, die eben auch selbst betroffen waren. Also es war ein sehr heterogenes Bild in der Stadt. Aber doch, glaube ich, kann man am Ende sagen, dass es eine Stadt zusammengeschweißt hat, dass es eine Stadt sehr verbunden hat, sehr bewegt hat, auch bis heute noch. Das ist, glaube ich, auch heute wieder bei den Angehörigen noch deutlich mehr ausgeprägt. Die hoffen, dass das endlich mal alles vollumfänglich aufgeklärt wird. Aber irgendwo habe ich auch die Tage noch den Satz gelesen, das ist ein Tag, den Hanau nie vergessen wird. Und da wird mit Sicherheit jeder Mensch in Hanau immer mal wieder dran denken. Die Normalität in der Stadt ging aber ja trotzdem weiter. Auch du hast dich ja zurückgezogen, um deine Texte zu schreiben, für online, für Print. Wie hast du das wahrgenommen? Ja, das waren eigentlich auch zwei völlig skurrile Situationen. Also ich habe einen Text so um die Mittagszeit im Kongresscenter geschrieben. Hat mich fasziniert fast schon, mit welcher Professionalität die Stadt diesen Tag gemeistert hat, als wären sie darauf vorbereitet gewesen, dass sowas passiert. Da war alles eingerichtet, da waren Arbeitsplätze, da war Essen, da war Strom. Es war gar kein Problem, da zu arbeiten und sich eine ruhige Ecke zu suchen und einen Text zu schreiben. Das hat mich begeistert auf eine Art. Und die andere Situation war eigentlich noch skurriler. Das war kurz am Abend, kurz vor der Mahnwache. Da habe ich in einem Café gesessen. Und da, wenn man nicht gewusst hätte, was da jetzt am Abend vorher passiert ist, hätte man davon auch nichts mitbekommen. Das war ein normaler Trubel im Café. Die Kellnerin jonglierte da mit ihren Tabletts und ein kleiner Junge robbte da auf dem Boden rum oder fuhr auf so einem Dreirad da umher. Ich weiß noch, da saß ein Liebespaar, was da geknutscht hat. Und draußen wurde der Marktplatz immer voller und die Menschen versammelten sich, um da den Toten zu gedenken, die am Abend vorher erschossen worden sind. An welchem Punkt hast du denn realisiert, was dort überhaupt passiert ist? Ich weiß nicht, ob ich bis heute überhaupt realisiert habe, was da passiert ist. Weil das, glaube ich, auch für jeden ein sehr unterschiedliches Ausmaß hat. Ich glaube, für Angehörige ist das was man einfach nicht nachvollziehen kann. Es ist schon schlimm genug, wenn ein Mensch auf natürlichem Wege stirbt. Meinetwegen auch noch in jungen Jahren ist es noch viel schlimmer. Aber wenn dein 20-jähriger Sohn mit 20 Jahren erschossen wird, dann ist das was ich, glaube ich, bis heute nicht nachvollziehen kann und zum Glück nicht nachvollziehen kann und auch nicht nachvollziehen will. Im Laufe des Tages ist mir natürlich immer klarer geworden, was das für ein Ausmaß hat. Wir waren morgens da relativ alleine oder mit wenigen Kollegen zur Mittagszeit, waren schon riesige Journalistentrauben. Am Abend haben 10.000 Menschen da auf dem Marktplatz gestanden. Da merkt man schon, in welche Richtung das jetzt geht. Aber so im Großen und Ganzen funktioniert man an dem Tag einfach. Und auch abends auf der Couch habe ich gelegen. Und die Nachrichten geschaut und das habe ich dann irgendwie auch so aufgenommen wie eine normale Nachricht und habe dann auch eher probiert zu schauen, wie berichten jetzt die Kollegen über diesen Tag, den man auch selber verfolgt hat. Ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt nochmal nach Hanau fahren würde und mir so auch Gedenkstätten und so angucken würde, dann wird mir das alles nochmal ganz anders bewusst werden. Du wurdest ja ganz früh morgens aus dem Schlaf gerissen, mit dem Auftrag nach Hanau zu fahren. Und bis zu dem Zeitpunkt warst du gar nicht im Bilde darüber, was überhaupt passiert ist. Wie hast du dich denn auf deine Arbeit vor Ort vorbereitet? Also es war tatsächlich genauso, wie du es geschildert hattest. Ich habe das abends nicht mehr mitbekommen. Die Meldung lief ja schon abends über den Ticker, aber ich habe tatsächlich schon geschlafen. Und dann hieß es erstmal, in Hanau ist was passiert. Und wir sollten doch mal gucken, dass wir vor Ort da ein bisschen das einordnen können. Und dann ging bei mir tatsächlich so, hat direkt diese professionelle Schiene eingesetzt, dass ich überlegt habe, okay, was brauchen wir an Technik? Ich habe nochmal mein Handy direkt an die Steckdose gehängt, dass das zumindest für die ersten Stunden irgendwie durchhält. Habe mich mit Frederik kurz besprochen, wie wir es logistisch machen. Und dann bin ich beim Frederik ins Auto gesprungen, der mich abgeholt hat. Und wir haben uns dann auf dem Weg nach Hanau letztendlich damit inhaltlich das erste Mal so ein bisschen befasst, indem wir Radio gehört haben, indem wir die Nachrichten dort gehört haben, indem ich parallel, Frederik ist gefahren, schon mal die ersten Artikel auch auf unseren Nachrichtenportalen überflogen habe, dass wir das erstmal so ein bisschen greifen konnten. Und dann waren wir vor Ort und dann haben wir uns da selbst
die Infos und die Momente so ein bisschen zusammengesucht. Du hast ja auch live aus Hanau berichtet. Ich glaube, ein großer Vorteil in solchen Situationen ist, dass man da einfach funktioniert und man auch weiß, dass man ein Stück weit funktionieren muss. Und der Körper dann ganz automatisch Emotionen vielleicht mal hinten anstellt. Ich glaube, warum auch immer, dass ich in so Situationen es irgendwie auch schaffe, Emotionen ganz gut im Zaum zu halten und dann echt auch einfach probiere, meinen Job zu machen. Ist mir vielleicht als Talent in die Wiege gelegt worden. Dann irgendwie hat's geklappt. Zu dem Zeitpunkt waren ja auch die Hintergründe der Tat zum Teil noch. Also Zeit hat man da ja sowieso nicht so wirklich in solchen Momenten, aber aus welchem Grund auch immer war mir sehr bewusst, dass ich jetzt aufpassen muss, was ich da sage. Und dass ich lieber einmal zu viel das Wort mutmaßlich und lieber einmal zu oft den Konjunktiv falsch gebrauche, aber mir war wichtig, dass ich ihn gebrauche. Das war mir sehr bewusst und da habe ich auch sehr drauf aufgepasst. Du hast ja dann abends auch live von der Mahnwache berichtet und die Bühne, die dafür genutzt wurde, die war eigentlich für das Fastnachtswochenende aufgebaut. Welche Eindrücke hat denn die Mahnwache bei dir hinterlassen? Diese komplett andere Realität, die dann auf einmal dort geherrscht war. Eigentlich hat sich die ganze Stadt auf das Fastnachtswochenende gefreut und auf einmal steht man da und hält eine Mahnwache ab und gedenkt den Toten. Diese Mahnwache hatte auch so eine Eigendynamik dann entwickelt. Also wir waren schon relativ früh auf dem Marktplatz, hatten dann auch unsere Technik dort aufgebaut, hatten, wie ich finde, einen guten Platz, uns auch zwischen den TV-Kollegen erkämpft, dass wir da auch wirklich dann eine gute Sicht auf die Bühne hatten. Und dann hat sich dieser Platz wirklich von Minute zu Minute gefüllt. Und ich konnte irgendwann gar nicht mehr von meiner Position aus sehen, ob da überhaupt noch Menschen auf dem Platz draufpassen. Die haben teilweise an Laternen auch gehongen, ne? Also haben sich so an Laternen hochgezogen, um was sehen zu können. Und es waren Menschenmassen, die dort waren. Ich erinnere mich auch an eine Gruppe von Angehörigen, die relativ weit vorne standen, die dann auch Plakate hochgehalten haben mit ihrer Botschaft, mit verzweifelten Botschaften auch an die Politik, weil sie wollten das natürlich auch ein Stück weit als Möglichkeit nutzen, wenn man wirklich den hochrangigsten Politiker Deutschlands dann da hat, dass die auf sich aufmerksam machen, dass sie ihre Botschaft dort loswerden in ihrer Verzweiflung. Und das war wirklich, auf der einen Seite fand ich das auch für mich einen sehr fast schon versöhnlichen Abschluss dieses Tages, dass man da wirklich nochmal mit hunderten Menschen den Toten gedenken kann, dass man diese Möglichkeit hatte. Auf der anderen Seite war das natürlich auch, wusste man nicht, was passiert da. Ne? Also es hatte für mich auch immer so, ich war sehr angespannt, weil ich auch Angst hatte, dass es vielleicht politisch in eine falsche Richtung rutscht, ne? Dass da Parolen auf einmal gerufen werden, die an der Stelle mal so rein gar nichts verloren haben. Und auch da war ich extrem unter Anspannung, weil ich versucht habe, alles im Blick zu halten und gleichzeitig auch überall hinzuhören, dass ich da auch während meiner Live-Schalte alles mitbekomme. Und deswegen, ich persönlich war sehr angespannt, aber ich glaube, diese Mahnwache war für alle Beteiligten, für die ganze Stadt Hanau sehr, sehr wichtig. Die Mahnwache, so blöd das klingt, war für mich auch so ein bisschen so ein Schauspiel. Das soll jetzt nicht falsch rüberkommen. Ich glaube, das ist wichtig, dass da so eine ganze Stadt, eine ganze Region, meinetwegen auch ein ganzes Land, Flagge zeigt und sagt, sowas darf nie wieder passieren. Und das ist mit Sicherheit auch für den ein oder anderen Angehörigen ein gutes Signal, dass das so passiert und dass da viele Menschen zusammenkommen. Ich glaube, da zehren viele Menschen sehr von. Trotzdem ist, glaube ich, wichtiger, was danach passiert, in den Tagen, in den Wochen und auch jetzt ein Jahr später, dass ordentlich ermittelt wird, dass aufgeklärt wird, wie konnte der Typ eigentlich an Waffen kommen, ein Typ, der ein Psychopath ist, der rechtsextremes Gedankengut pflegt. Ich glaube, das ist wichtiger als dieser einmalige Knalleffekt mit so einer Mahnwache, der, weiß Gott, nicht unerheblich ist. Aber entscheidender ist das, was hinterher kommt, glaube ich.